Sean und ich haben ein bisschen hier im Park gespielt. Und jetzt kommt der Regen und wir gehen nach Hause, würde ich mal sagen. Ja. Also komm, Sean. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Das tun wir alle. Ich auch. Das tun wir alle. Okay, dann gehen wir mal nach Hause. Im Regen spielen ist kacke. Hey Mädchen, lauf meinen Jungen nicht um, kapiert? Zwielichtige Gestalten. Oh, ein schönes Drehkarussell. Park Rules. Ob wir die uns hätten durchlesen müssen? Nee, lass mal. Was ist denn? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Okay. Dann machen wir das. Der ist so gut drauf, dann machen wir das. Hallo. Einmal. $1. Okay, hier hast du deinen Dollar. Okay, Sean. Ich hab gekauft, du darfst fahren. Na dann. Hey. Eigentlich würde ich jetzt gerne auch mitfahren. Was? Alter, ich sehe alles verschwommen. Was ist denn los hier? Was geht hier ab? Oh shit. Wieder ein Blackout. Oh, Kacke. Und warum bin ich... Oh, Scheiße. Darauf war ich nicht gefasst. Scheiße, ist an mir nur alles dran. Warte. Zwei Beine, zwei Arme. Okay. Okay, ich glaube, ich habe noch alles. Ich habe noch alles dran. Okay, okay. Aber... Was im Teufel mache ich hier? Hä? Sean! 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 Scheiße! Sean, wo bist du? Sean! Sean, oh mein Gott! Scheiße! Alter, nein, 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 der ist nicht hier. Der ist nicht da. Wo ist er? Wo? Wo? Sean, wo ist Sean? Tasche! 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 Sean! Sean! Oh Gott! Scheiße! Wo ist er? Nein! Nein! Sean! Sean! Kacke! Ist er dort? Sean! Scheiße! Tasche! Tasche! Schultasche ist noch hier. Aber wo ist Sean? Ja, wo ist der? Wo ist der? Sean! Mein Junge! Nein, 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 nein! Er darf nicht weg sein! Er darf nicht weg sein! Sean! 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 Oh, kacke, kacke, kacke. Sean! Huch, 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 huch! Sean! Er muss da sein. Nein, er ist nicht da. Er ist nicht da! Nein! Nein! Wo ist er? Nein, kann doch nicht sein. Nein. Und eine Origami-Figur. Sean! Scheiße. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch den anderen Sohn verloren. Neuen Bonus freigeschaltet. Und wir gehen wieder zu Agent Norm Jane vom FBI. Der sieht so aus, als hätte er die Lage komplett im Griff. Ah, ich habe die Lage erkannt. Die Illuminaten sind daran schuld. Fall gelöst. Piep. Dienstag, 19.55 Uhr, 33,68 mm. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Aha. Ach, Beine ausstrecken. Gut. Holen wir mal die Brille raus. Wir sind ja so cool, ne? Aufsetzen. Ja!
Na holla? Ein Ball? Ein Panzer? What the fuck? Was zur Hölle ist das? Okay. Für Außenstehende sieht das bestimmt total beschissen aus. Komm nochmal. Sag ich doch. Oh, hört sich so an. Das wäre jetzt offen. Wir wollen ja uns jetzt nicht allzu merkwürdig machen, ne? Ungeduldig. Erstmal die Formalitäten, dann kann ich die richtige Arbeit erledigen. Perry. Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. Oh yeah! Gelangweilt. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Hm. Aha. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Yo. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ja, klar. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Neuigkeiten? Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, ja. Heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Okay. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Verstanden. Nicht schlecht. Das ging auf Zeit. Aber ich hab's geschafft. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Pressekonferenz? Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Wo war die nochmal? Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Der hat irgendwo hierhin gezeigt oder so. Genau. Gucken wir mal ein bisschen. Die Leiche von Jeremy Bowles wurde heute Morgen in einer abgelegenen Gegend im East End etwa um 6:30 gefunden. 5 Tage nach dem Eingang der Vermisstmeldung. Die Autopsie findet morgen statt. Um die Todesursache festzustellen. Erste Anzeichen deuten auf Tod, vermutlich durch Ertrinken hin. Der Zustand der Leiche weist auf die Handschrift des Origami-Killers hin. Die Ermittlungen werden das in den nächsten Tagen bestätigen. Naja, dieselbe Kacke wie immer eigentlich in Pressekonferenzen. Man erzählt nie richtige Details. Alles langweilig. Kaffee. Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Wo gibt's denn sowas? Kaffee. Die müssen doch sowas hier haben. Perry. Komischer Kerl, dieser Captain Perry. Scheint sich mehr für die Pressekonferenz zu interessieren, als für die Lösung des Falls. Hallo.
Sammlung für Larrys Beförderungsgeschenk. Okay. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Na, warum nicht? Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Büro. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Na, ich hoffe, das ist das Luxusmodell hier, ne? Oh, scheiße. Ich muss hinterherlaufen. Okay. Wo gibt's hier Kaffee? Ich brauche Kaffee, Mann. Ich brauche mein Koffein. What the fuck ist das? Luxus? Das ist Ghetto. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Alter, das ist ja Ghetto hier. Hä? Was? Was? Hä? Was zum... Okay, Zeit zu arbeiten. Und was, wenn ich Kaffee will? Naja, egal. Oder Büro? Wow, ein Wandschrank. Naja, ich wollte einen ruhigen Platz zum Arbeiten und den habe ich jetzt. Okay. Weg mit dem Scheiß. Brauche ich alles nicht. Telefon auch nicht. Weg damit. So. Jetzt hauen wir mal rein. Auch den Tisch, den brauche ich auch nicht. Weg damit. Wer braucht denn schon Tische? Hä? Wer braucht die? So, weg damit. Mein Gott. Ich brauche doch keinen Tisch. Doch, ich brauche dort den Tisch. Ich brauche ihn nur direkt an der Wand. Okay. Kriegen wir halt keinen Kaffee. Dann sind wir halt mies gelaunt. Von mir aus. Kein Kaffee für mich. Schmeckt doch bestimmt eh hier scheiße. Ganz bestimmt billig aus dem Automaten. Katsching. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ja, wie jetzt? Okay. Oh, cool. Themes. Background. Nee, brauche ich nicht. Wasser. Luft. Ich bin mehr so der luftige Typ. Wählen wir mal. Bäm. Okay. Wir hauen den Dragon Ball mal hier so drauf. Wow, in luftiger Höhe. Hier fühle ich mich wohl. Vielleicht fliegen hier Drachen ab und zu vorbei. Kann man das auch einstellen? Och, bitte, Leute. Komm, weg damit. Ich habe schon das Richtige. Hinweise. Oh, cool. Oh, cool, ist das geil. Okay, was haben wir denn? Analysieren. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Malibu Stacy? Von Simpsons? Geoanalyse. Wahrscheinlich nichts. Davon gibt es wohl jede Menge. Ja. Ne. Können wir nicht gebrauchen. Gut. Nächste Datei. Origami-Figur. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Toll. Ja, Geoanalyse bringt da wahrscheinlich auch nichts. Orchidee. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Verbreitete Art. Was sagt denn die Geoanalyse? Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Nee, das hilft nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, weg damit. Hups. Akten. Was sagen mir die Akten? Wie geil ist das denn? Okay. Der Origami-Killer. Okay. Ah, nee, acht die Opfer. In den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf.
Ertrunken. In Regenwasser. Heavy Rain. Okay. Geoanalyse. Ja, warum nicht? Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Kacke. Analysieren? Ist es das? Nee, das ist was anderes. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Was kann uns das sagen? Öffnen. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Na toll. Das ist Kacke. Analysieren. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Auf wen könnte das denn treffen? Geoanalyse bringt wahrscheinlich gar nichts. Sonst wüssten wir es, ne? Ne, so kriegen wir das nicht. Schade. Gut, weg damit. Brauche ich nicht. Umgebung, ne. Umgebung habe ich ja. Schließen wir mal. Wir haben keine hilfreichen Spuren. Was um? Mein Controller schüttelt? Wow. Ich war doch erst neulich beim Augenarzt. Und er sagte, alles sei okay. Oh Gott. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, Gesicht waschen. Okay. Machen wir. Okay. Gehen wir mal. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Wie, was nehmen? Nein, du nimmst nichts. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Okay. Ich weiß, ich schaff das. Raus hier. Wir müssen hier raus. Ja, wie jetzt? Büro verlassen. Kein Tripto nehmen. Egal, was das ist. Das sind bestimmt Drogen. Die nimmst du nicht. Keiner meiner Charaktere nimmt Drogen. Ist alles in Ordnung, Sir? Da muss ich hin. Keiner darf es sehen. Oh Scheiße, ich bin ja voll am Arsch. Okay, festhalten. Festhalten. Okay. Oh Kacke, ich schüttel. Kacke. Das war schwierig hochzudrücken irgendwie. Okay. Weil meine Daumen ja beschäftigt waren. Okay. Ich muss. Hände. Gesicht. Ich will ins Mädchenklo. Warum bin ich nicht ins Mädchenklo gegangen, verdammt? Das wäre ja was Krasses gewesen. Da war nämlich jemand drin. Puh. Das wäre was gewesen. Benny, das hast du gut gemacht. Das wäre sonst schief gegangen. Also alles beeinträchtigt hier das Spiel. Das hast du gut gemacht, Benny. Und dieser Typ scheint uns sehr bekannt. Da. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Oh, Scheiße. Wie viel Uhr? 16.45? 16.45 Uhr.
Ich bin mir nicht wirklich sicher. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Was ist denn Beige? Die war nicht grün, die war auch nicht schwarz. Keine Ahnung, Beige? In beige. Beige? Und eine Hose. Die war blau, glaube ich. Blau. Nicht beige? Grün? Schwarz? Schwarz vielleicht. In schwarz. Kann sein, weiß ich nicht. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Bank geblieben. Karussell, beim Karussell, keine Erinnerung. Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Gesucht, gewartet, Panik. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Ja, bleiben wir ehrlich. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Toll, danke. Noch 4 Tage, hä? Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Ethan, wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Ja, danke. Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Ja, danke für dein Mitgefühl. Boah, Domina. Das wollte ich nicht sagen. Komm, jetzt wein nicht. Ich vermisse ihn. Kacke, was machen wir nur? Alles am Arsch. Und wir kehren zu Scott Shelby zurück. Ja. Vielleicht findet er was Neues. Der bewegt seinen Mund so. Ich weiß auch nicht. Ja. Kann ich auch machen, so den Mund bewegen. Ja. Boah, man sieht aber auch jede Pore in seinem Gesicht. Ja, komm, lad du mal. Okay, aber das machen wir dann im nächsten Part. Was habt ihr denn gedacht, dass ich jetzt hier weitermache? Oh, 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 oh. Nicht mit dem Benny hier. Also, bis dann.